Wetterübersicht für morgen. Es sind Gewitter versprochen. Na, gucken wir mal, was ich hier habe. Das ist Silver Dollar. Silver Dollar hat hier kleine Knospen schon gemacht. Was ich auf jeden Fall machen werde, nächste Woche werde ich zum Beispiel hier diese dünnen kleinen Triebe, die hier, den hier zum Beispiel, ich habe hier auch noch eins unten, den hier auf dem Boden liegenden so gesehen, die werde ich ausgeizen. Nemsred hat schön richtig tolle Blumenknospen angelegt. Es sind in diesem Jahr viele. Hier unten haben wir noch den kleinen Wimsred. Da sind auch Knospen angelegt, bestimmt. Also das fühlt sich nicht so fest an. Hier werden zum Beispiel, hier wird auf jeden Fall eine Blume kommen. Hier eine Blume kommen. Hier eine Blume kommen. Der kommt aber später, weil der ja klein ist. So. Direkt neben dem kleinen Baby Wimsred, 3 Jahre alt, kommt der Little Lime. Little Lime hat auch schon richtig tolle Knospen angelegt. Da sieht man schon die ersten Blumenpärchen. Das sieht man gut, die unteren. Und dann die nächsten. Und dann nochmal die nächsten. Da sieht man richtig gut. Da. So, den sollte man auch ausgeizen, unbedingt. Es gibt ein paar kleine Triebe, alle möchte ich nicht haben. Ein paar mache ich weg, zum Beispiel den da, den hier, weil der wächst in der Mitte. Hier kriege ich Blume, hier kriege ich Blume, hier, hier, hier. Das wird zu viel. Also ein paar nehme ich da raus. Polarbeerstämmchen. Hier habe ich gesehen, also den will ich nicht arg ausgeizen, den lasse ich. Hier Knospen kommen auch. Was ich gesehen habe, da unten, hier unten, da gibt es einen ganz kleinen Trieb, den muss ich ausgeizen, weil der wächst innen rein, so, da sitzt der drin. Und den brauche ich nicht. Der wird sowieso nicht treiben können, weil er kriegt gar kein Licht. Hier die unteren könnte man auch ausgeizen. Hier ein paar kleine. Den da. Aber ich lasse die alle noch dran, damit der Baum ein bisschen von unten noch Zweige hat. Und diese starken großen Köpfe, wenn jetzt kein Hagel kommt, und kein Unwetter das kaputt macht, gehalten werden, sonst kippt es mir um. So, das haben wir hier. Was haben wir hier? Hier haben wir Pink Lady, auch Knospen drin. Knospen sind auch dran. Pink Lady. Da braucht man nichts ausgeizen. Was man machen kann, man kann diesen Trieb hier, diesen einen rausbrechen. Und, weil der ist der schwächste von allen. Kann man aber auch lassen, wie man möchte. Wenn man den einen kleinen hier wegmacht, dann hat natürlich der Strauch mehr Platz und mehr Kraft. So, das ist Lime Light. Und hier gibt es bestimmt einiges zum Ausgeizen. Lime Light hat auch hier schon Knospen angelegt. Und wenn ich da reingucke, da zum Beispiel, der hier. Schaut mal, so. Wenn wir reingucken, da drin sitzt er, da drin. Der kriegt keine Sonne, kein gar nichts. Den muss man rausmachen, genauso wie den hier. Die unteren, die sind dünn. Guck mal, Vergleich. Schaut mal, ihr könnt gleich sehen, das ist alles in diesem Jahr gewachsen. Das ist der dicke, schöne Stamm und das ist ein dünner, kleiner. Und diese dünnen, kleinen, die können natürlich auch keine großen, schönen Blumenköpfe tragen. Deswegen sollte man diese kleinen rausbrechen. Zum Beispiel hier unten. 1, 2, die braucht man nicht. Ja, die geben Stütze dem Strauch,
Aber um richtig schöne Blumen zu haben, sollte man die großgewachsenen hochstehenden lassen und die unteren und aus der Mitte alle wegmachen. Alle wegbrechen. Ich schaue mal, ob ich das tue, weil wenn es wieder hagelt wie letztes Jahr, dann war ich froh, dass ich nicht alles ausgegeizt habe, weil die ganzen großen, die ganzen hochstehenden Triebe sind abgeschlagen worden vom Hagel und das, was von unten neu getrieben hat oder innen drin doch irgendwie überlebt hat, daran hatte ich dann die Blumen gehabt. So, das ist die Pandora. Katastrophe, Katastrophe. Letztes Jahr Pandora gekauft. Zum Glück habe ich drei Stecklinge gemacht, weil es war eine kleine, neue Pandorochka. Und die hat bei mir den Winter nicht überlebt. Die kam zwar raus, die ist aufgewacht, aber dann hat sie sich sehr schlecht gefühlt und im Endeffekt ist sie eingegangen. Jetzt versuche ich aus diesen drei Trieben mir die Hortensie wieder neu zu züchten, weil nochmal eine zu kaufen finde ich sinnlos. Entweder die Sorte der Hortensie packt es oder die packt es nicht. Also wie gesagt, zufrieden bin ich mit Pandora noch nicht. Aber ich hatte auch schon solche Erfahrungen gehabt, zum Beispiel mit Grandiflora. Die ist im ersten Jahr nach der Einpflanzung nicht schön gewesen. Aber da werde ich noch alles richtig schön dokumentieren und euch mal richtig nach den Namen irgendwann mal die Infos durchgeben. Jetzt schwenke ich sogar noch mal zu dem Lime Light. Schaut mal, wie viele unten, wie viele diese kleinen, dünnen Triebe da sind und diese schönen, großen, starken Triebe wie die hier. Das muss man wirklich alles ausgeizen. So. Das ist die Baby Bobo. Bobo ist natürlich sehr, sehr schön. Hat auch schon richtig toll ihre Blümchen angelegt, wie man schon sehen kann. Hier könnte man auch was ausgeizen, zum Beispiel der da. Der wird wirklich, da wird nichts kommen. Der hat auch keine Blumenknospe angelegt. Den werde ich ausgeizen. Den lasse ich aber, weil der hat Potenzial dann im Spätherbst zu blühen. So, auch hier innen drin. Auch hier innen. Hi! Auch hier innen drin haben wir ein paar. Wir haben hier zum Beispiel starke Triebe und dann haben wir ein paar ganz, ganz dünne, feine, kleine Triebe. Nochmal zum Vergleich. Nochmal zum Vergleich. Sowas. Das ist ja ganz, ganz dünn. Bobo ist eh eine kleinwuchsige Hortensie. Und was mir bei der gefällt, die bildet ein Ball. Die hat so ein Wachstum, dass das immer wieder im Endeffekt wie ein Ball aussieht. Ich hoffe, dass dieses Jahr diese Hortensie mir viel Freude bereitet. Das ist Magical Mont Blanc. Magical Mont Blanc. Ja, hier kommt die erste Knospe, hier die zweite. Zumindest ist es dick und verhärtet. Also wird da was kommen. Hier noch nicht. Hier spüre ich gar nichts. Hier auch nicht. Hier wird auch was kommen. Und dann haben wir hier auch noch mal so einen kleinen Trieb. Ich lasse die aber normal. Diesen kleinen, feinen Trieb sollte ich auch ausgeizen, genauso wie den unteren. Aber ich lasse das. Weil auch wiederum den Vergleich. Wir haben einmal solche Triebe. Und dann haben wir schon zweitbesten so eins. Und dann gucken wir nach unten. Der geht. Und der da unten, der ist wirklich dünn. Also den sollte man rausmachen. So, dann gehen wir weiter hier zum Diamond Rouge. Diamond Rouge wird bei mir das erste Jahr blühen, war letztes Jahr vom Hagel, es war schlimm. Und ja, davor ist er auch gerade nach dem Pflanzjahr, den ersten Sommer, der hat gelitten. Schlecht überwintert, schlecht rausgekommen, war launisch, Triebe kamen, Triebe gingen ein, also das war nicht schön. Letztes Jahr wollte er mich
erfreuen, aber dann war der Hagel. Dieses Jahr hoffe ich, dass alles gut läuft. So, wenn ich mal hier nachgucke, ja, hier wird eine Blumenknospe sein, hier auch, hier auch. Hier die Spitze entwickelt sich so, dass viele, viele feine kleine Blätterchen ein Kern umranden. Schaut mal, umranden. Hier bei diesem Trieb, schaut mal, das ist auch ein Trieb. Und schaut mal, wie hier die Spitze aussieht. Seht ihr das? So sieht die Spitze hier aus. Und so sieht die Spitze aus, bei der dann später die Blume kommt. Seht ihr den Unterschied? Diese Spitze und diese Spitze. Seht ihr den Unterschied? Da. Von dem hier brauche ich nichts zu erwarten. Der wächst. Der will auch gar keine Blumenknospe anlegen. Er wird nur ganze Energie von dem Strauch abziehen. Nicht ganz, aber viel. Weil er will ja wachsen, der wird wachsen. Und hier werde ich definitiv keine Blumen sehen in diesem Jahr. Nächstes Jahr werde ich das sowieso schneiden. Ich werde ja dann zurückschneiden, die Hortensie. Und das war alles umsonst dann. Deswegen den geiz ich auf jeden Fall aus. Und dann zum Beispiel den hier auch. Schaut mal. Seht ihr? Seht ihr? So sieht hier die Spitze aus. Wozu? Wozu in diesem Jahr diesen Trieb füttern? Das macht keinen Sinn. Ich werde den hier abbrechen und werde den anwurzeln. Der Trieb, der wird mir dann später Blume machen. Und so gucke ich die alle nach, schaue ich die dann an und ein paar von unten geiz ich aus. Also erstmal erleichtere ich dem Strauch das Leben. Zweitens, wenn sowieso da die Blumen aufwachen, die an den Seiten, die kriegen keine Sonne und gehen sowieso ein. Das ist nochmal Magical Mont Blanc. Der steht wie eine Eins. Der wird mir Blümchen machen und er fühlt sich hier in Gesellschaft mit Minze sehr, sehr wohl. Und hier, genau, hier wollte ich noch zeigen, da bei dem Polarbär. Schöne, gute, tolle Knospen. Schaut mal, das ist die Knospe. Da wird dann später eine Blume kommen. Und dann haben wir hier unten so einen kleinen, feinen Trieb. Wozu? Also eigentlich brauche ich den da nicht. Der nimmt, wie gesagt, nur Saft weg. Nochmal vergleichen. Diesen Trieb, die dicke, und diesen Trieb, die dicke. Kann ich das zeigen? So. So sieht man das. Diesen feinen braucht man nicht. Ich lasse den noch ein paar Tage stehen, weil ich nicht weiß, erstmal wegen dem Hagel. Und zweitens bei dem Bäumchen lasse ich die feinen außenrum wachsen. Nur die kleinen, dünnen, feinen in der Mitte, aus dem Busch, die entferne ich. Aber die außenrum an den Kanten wachsen, die lasse ich, damit, wenn später hier die Blumen sind und nach dem Regen, wenn die dann runterdrücken, die immer noch ein bisschen was haben zum Auffangen. Wenn ich die unteren kleinen entferne, diese dicken Stämmchen bekommen tolle Blumen. Mit Wasser saugen die sich voll und brechen mir ab. Und so habe ich eine Polsterung. Diese Sorte ist Sweet Lips. Letzten Herbst geschenkt bekommen von meinem Schatz zum Geburtstag im September. Sprich Ende September habe ich diese Hortensie eingepflanzt. Die war so toll. Es wachen dort ein paar neue Knospen auf und hier die eine Knospe. Ich werde in diesem Jahr keine Blumen haben hier. Das macht nichts. Hauptsache die Hortensie überlebt, bekommt eine grüne Masse. Was ich hoffe, ich werde die gut füttern. Ziel ist, dass die so dicke Triebe bekommt. So dick wie das da. Music Dance. Die Purple Dance ist es. Wollte ich unbedingt. Seit 2 Jahren. Letztes Jahr habe ich sie mir doch gegönnt. Ich musste die komplett zurückschneiden und da kommen die neuen Triebe. Ob die in diesem Jahr blüht, weiß ich nicht. Sollte die aber schon, weil Potenzial hat sie. An jeder Spitze von dem Trieb müsste die theoretisch zum Ende der Saison blühen.
Das ist You and Me Together. You and Me Together. Und da hat sie schon die Blümchen angelegt. Hier noch nicht. Hier noch nicht, aber das kommt. So, wenn wir reinschauen, da sind die alten Triebe. Da alte Triebe. Von den alten Trieben kommt nichts. Alles, was jetzt kommt, kommt von unten vom Boden. Hier war bei mir wieder die Amsel fleißig am Arbeiten, am Werkeln. Und sie macht mir immer den Boden um die Hortensien locker. So, das ist eine rosa Tellerhortensie und die hat schon Blumenknospen jetzt langsam angelegt. Schaut mal, da. Die Hortensie gefällt mir sehr, sehr gut. Jedes Jahr im Frühjahr schneide ich die fast komplett zurück. Es gibt so wie auch hier bei der You and Me Together so gut wie keine Triebe, die vom Jahr zuvor bleiben. So wie da, ihr seht, dort sind die Triebe von den letzten Jahren. Und alles, was neu kommt, kommt innen drin. Das zeige ich nachher. Hier schneide ich diese alten Triebe, weil ich weiß ganz genau, dass die an den einjährigen Holz, also sprich das, was jetzt in diesem Jahr vom Boden kommt, schön blühen wird. Das ist nochmal eine Sorte hier, Limelight. Die möchte ich auch etwas stabiler und hoch wachsen lassen, guten buschigen Gerüst haben, damit von dieser Hortensie später hier der Schatten kommt und diese bauen Hortensien, die geschützt sind von der Sonne. Die zwei, das sind bei mir rosa blühende Hortensien, Bauernhortensien, Sorte Europa, glaube ich. Sorte stand nicht dran, aber laut meinen Beobachtungen sieht es so aus. So, das sind die Triebe vom letzten Jahr. Das sieht man, letztes Jahr. Und das, was dazu gewachsen ist, ist an diesen verholzten Stängelchen neu gewachsen. So, da kamen die Triebe. Und in allen diesen Trieben, werde ich Blumen haben. Da. Das hier kommt schon vom Boden. Und hier habe ich noch keine Blumen, aber auch die hier werden blühen. Deswegen werden wir zwei Blumenzeiten haben. Sprich, am Anfang kommt hier das dazu blühen und dann später entwickeln die sich und ich kriege dann zweite Blütenzeit. Finde ich bombastisch. Das ist die gleiche Sorte nochmal. Nochmal die Sorte Europa. Und da sieht man schon diese Blumenknospen. Da, da. Die haben sich jetzt gebildet an den Zweigen vom letzten Jahr. Schaut mal. Ich zeig's mal geschwind da. Trieb vom letzten Jahr. Schaut mal. Nur so klein ist das gewachsen. Nur so klein. Guck mal, das ist so ein kleiner Trieb. Da, so ein kleiner Trieb. Und schon zack, mit Blume. Genau das gleiche hier auch. Ganz kleiner Trieb. Upsa. Und zack, mit Blume. Die, die dieses Jahr nachgewachsen sind, die haben noch keine Blumen, wird sich später entwickeln. Diese Sorte und diese Sorte, das ist eine blaublühende Hortensie. Die Sorte habe ich nur in dem ersten Pflanzjahr blühend gesehen. Letztes Jahr gab es nur eine einzige Blume. Ich bin gespannt, wie sie sich in diesem Jahr verhält. Da kann ich noch keine Vermutungen aussprechen und so richtige Beweise schon gar nicht. Wenn ich hier angucke, ich sehe hier nirgendwo Blumenansätze. Hier stehen bei mir noch drei kleine Babys, die sich nicht so gut fühlen, die sind gelb, die haben Eisenmangel, Säuremangel, Vitaminenmangel. Da werde ich noch mal eine Übersicht über diese Hortensien machen, weil die verhalten sich nicht so gut. Aber bis zum
bis zum richtigen Sommer, da war Schnecke dran, hat rausgegessen. Ich glaube, ich bringe die noch durch. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Das ist ein Stämmchen von Vanilla Fraise. So, diese Vanilla Fraise, letztes Jahr habe ich alle Triebe weggemacht und habe nur den einen langen Stiel gelassen. So, in diesem Jahr habe ich gedacht, dass aus diesen oberen Knospen Triebe kommen und hier aus dem zweiten Knospenpaar auch nochmal Triebe kommen. Wir hatten aber rückkehrende Kälte gehabt und die oberen Knospen sind mir angefroren. Die ist komplett kaputt gegangen, die hat sich unterentwickelt. Zweite Etage, eine Knospe hat sich gut gefühlt, die zweite war kaputt. Und dadurch, dass hier und hier keine Nährstoffe gebraucht wurden, ist bei mir die dritte Etage aufgewacht. Sprich, bei mir wird dann das Gerüst, dieses Bäumchen, aus drei Stängelchen bestehen. Ich lasse all die drei da. Diesen Trieb mache ich weg in vielleicht eine Woche oder so. Diesen Stiel lasse ich noch stehen. Das ist für mich dann im Prinzip so wie eine Halterung hier. Und die drei werden blühen. Im nächsten Jahr werde ich hier schneiden. Ich werde eins, zwei Knospenpaare lassen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich werde hier schneiden und hier eins, zwei hier schneiden. Und dann werden sich von den drei jeweils nochmal zwei entwickeln. Und so werde ich nächstes Jahr im schlimmsten Fall sechs Blumen haben, sechs Triebe, und im besten Fall 12 haben können. Und so wird bei mir sich dann immer wieder aus diesen drei richtig schön das Bäumchen entwickeln. Was haben wir hier? Wie diese Sorte Hortensie heißt, weiß ich nicht. Die habe ich gekauft. Es war ein Bild von eine Hortensie, die dann, ich glaube, rot werdend wird oder zur Hälfte. Auf jeden Fall war was Rötliches auch mit dabei auf dem Bild und stand Rispenhortensie, kein Name, war abgebildet. Nach dem Anpflanzen ist sie mir eingegangen, also wollte nicht wirklich. Die war aber auch wirklich klein und schwach. So, letztes Jahr waren mehrere Triebe da, war der Hagel, hat alles kaputt gemacht. Man sieht auch hier, das war abgeschlagen. Eine einzige Knospe hat getrieben und bis zum Herbst ist es ein Stielchen gewesen, so hoch. Im Frühjahr habe ich das zurückgeschnitten und was haben wir? Die erste Etage ist aufgewacht. Schaut mal, drei Stück auf einer Ebene und alle drei werden blühen. Auch die zweite Etage ist aufgewacht. Wie kann ich das am besten filmen? Seht ihr das? Das ist die zweite. Oh, das ist die zweite Etage. Seht ihr das? Ich werde genauso machen, genauso vorgehen. Das da werde ich ausgeizen und das da werde ich auch ausgeizen. Oder? Ja, da wird auch eine kleine Blume kommen und wenn, dann wird die dann unten hängen. Das brauche ich nicht. In einer Woche werde ich wirklich alles ausgeizen. Da werde ich auch noch ein Video dazu machen. Die nächste Sorte vom letzten Jahr, Royal Collection Carina. Die ist mega gut Bauernhortensie rausgekommen aus dem Winter. Ich habe mich super gefreut. Und dann ist die Stimmung gekippt, die Hortensie ist eingegangen. 1, 2, 3, wenn ich Glück habe, werden blühen. Das haben wir hier jetzt nochmal. Wir haben hier Bouquet Rose. Bouquet Rose, großes Desaster. 4 Stück gekauft. Von den 4 Stück sind es nur noch 2 übrig geblieben. Wirklich. Die gehen wirklich kaputt, unwiderruflich. Das ist jetzt eins der Exemplare. Hier wacht eine Knospe auf. Hier unten habe ich noch eine Knospe, die aufgegangen ist. Und die hier. Jedes Jahr kommt sie so schlecht. Die hat so einen Rückstand. Diese Hortensie, so dass im Prinzip die Zeit nicht reicht, um diese Stiele auszuhärten. Ich träume momentan bei Bouquet Rose,
dass zumindest die Triebe so groß werden, so hart werden, dass die den Winter überleben. Das ist mein großer Wunsch. Also, Bouquet Rose wollte ich unbedingt. Ganz, ganz arg. So eine mega Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob ich dann aufgebe diese Sorte oder doch noch weiterhin probiere, mit ihr zu tanzen. Diese Sorte sieht aus, als ob das White Lady wäre. Relativ früh blühend und hat auch diese sehr viele dann fertilen Blümchen. Schaut mal, das wird eine lockere Blumenknospe sein. So. Frühblühend, so ähnlich wie Wim's Red. Wim's Red fängt auch gerade an. Und wenn das tatsächlich die White Lady ist, ich glaube, das ist echt die White Lady, dann habe ich zwei Hortensien, die mehr fertile Blumen haben als sterile. Das heißt, die sind locker luftig. Die werden vom Wind richtig schön getragen und mitgenommen. Das ist richtig toll. Und die ist weiß und bleibt weiß. Und Wim's Red wacht weiß auf. Die Blumen gehen weiß auf und dann wird die relativ schnell rot. Wenn man dann so eine Mischung macht und die nebeneinander setzt, ist natürlich richtig schön, aber ich probiere jetzt erstmal hier auf diesem Platz. Und bei Wim's Red weiß ich ganz genau, Wim's Red riecht auch richtig lecker. Was nur die wenigen Hortensien tun. Bin gespannt, wie es jetzt hier ist bei der Sorte. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.